Moin, Wieder-Taste vergessen, unglaublich. Nein, aber wir fangen nicht nochmal an, wir sind nicht beim Fernsehen, da müsst ihr jetzt durch. Herzlich willkommen hier zur nächsten Ausgabe von unserem großen Match Experience. Hallo. Gegen Friesenjung. Und ja, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken oder wie auch immer, wir fangen direkt an. Ja, viel Spaß. Wünsche ich euch ebenso. Bis später. Wie auch immer. Egal. So, wir müssen hier weitermachen. FJ auf Silo. Strom. FJ Silo. So, was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir uns einen Kurs zusammen. Diesen Jungen. Auf Mitte. Mitte, Strom, Mitte. Wir gucken mal. Mittebrücke. Nee. Also, wir fangen an. Silo bis zum Hof. Hier hin. Vom Hof zur Mitte. Mitte, Strom, Mitte. Mitte, Brücke. Brücke, Hof. Hof, Silo. Das Ganze speichern wir als Silo, Stroh, Mitte. So. Und wir wollen das Ganze mit Stroh haben. Wir lassen ihn mal fahren. Mal gucken, ob er das erreicht. So. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Das ist jetzt ja nur so mittelprächtig geklappt hier, was wir hier vorhatten.
weiter sammeln. Wir brauchen Geld. Nicht fertig. Er macht da noch. Er fährt. Das will ich jetzt sehen. Los. Ich habe gar keinen Timer gestellt. Ach ja, wieder vergessen. So, das will ich eben sehen einmal und dann mache ich weiter. Wäre mir eben einmal wichtig. So, das sieht doch nicht so schlecht aus, oder? Ja. Weiter geht's. Okay. Wir müssen Geld verdienen. Geld, 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 Geld. Wie kam ich denn da drauf? Ich dachte, das wären alle Ziele wären leichter. Oder hatte man dann bei der normalen Karte, muss man da dann eine Million oder was? Was war weiter? Okay, wieder zurück. Sehr gut. Das Feld fertig. Nein, es ist nicht fertig. Thank you.
Muss er nur automatisch aufladen und dann wird schon alles gut. Nun mach schon. So, wieder einen voll. Muss der. Kommt da eben beobachten. Funktioniert. Top. Top. Das wollen wir. Wunderbar. Wunderprächtig, kann man sagen. Hat er genau richtig gemacht. Er wickelt noch. Kann ich da mal rausholen aus dem Graben? Auch noch wickeln. Ja, super. Kann ich auch nichts machen. Jawohl. Es geht. Wunderbar. So, Feld 15. Upsilon.
Drescher abtanken. Quatsch. Drescher abtanken. Auffällt. 15. Ich tummel mich mal im Shop, ne? Ja, gerne. So, dann müssen wir uns den mal eben zuweisen. Der Fast Track kommt hinterher.
Ich muss zusehen, dass es hier alles flott geht. Mit dem Strom. Kann mir das nicht erlauben. Ich habe da einen Fehler gemacht und ich muss dazu stehen. Diesem Fehler. Ich muss einen Kurs haben. Der Kurs lautet Feld 15. Dreschen. Hinter 300 kommt Feld 15 Hofsilo. Und das ganze Feldarbeit. Ich brauche jetzt Silo, Strommittel. Dann im Startpunkt. Der muss jetzt da meinen los mal. Und bei 0 Ertrag war. Dann gucken wir mal. Mal Jens. Ja, bitte. Meinst du, also ich bin mir da nicht sicher, hat das eine Auswirkung auf den Ertrag, in welcher Reifestufe man erntet? Irgendjemand sagt mal ja, manche sagen nein. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe genau dieselbe Information, ob das jetzt nun so ist oder nicht. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Selbst wenn du es wolltest, ne? Jo, also ich habe echt keine Ahnung, ob das was bringt, ob es nichts bringt. Ich weiß es nicht. Ja, alles klar. Danke.
Wir hatten mal ein Multiplayer-Projekt mit ein paar ehemaligen Arbeitskollegen zusammen. Da haben wir dann ein Buch geführt. Da kam aber auch dann jedes Mal, wir haben wirklich von vornherein komplett die Felder mit GPS selbst bestückt oder besät oder ausgesät, wie auch immer. Dreimal gedüngt, gepflügt, alles gemacht. Ne? Es kam jedes Mal irgendein anderer Ertragswert bei raus. Ne? Krass. Lange ist nicht mehr. Interessante Konstellation. Und die beiden meine. Ja, und die bringen wir jetzt auch noch eben schnell in die BGA. Lass ich mich jetzt hier nicht bekloppen machen. Jetzt wären 30 Minuten rum. Aber sehr schön, alles drin. Ja, wenn ich einen Timer gestellt hätte, dann hätte er jetzt, glaube ich, gepiept. Ah, dann sollten wir, ja, ich würde mal sagen, das Ganze dann für heute als für beendet erklären. Was hältst du davon? Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben viel geschafft, viel erreicht. Und ja, müssen jetzt einfach mal zusehen, was dann die nächsten Folgen bringen, wenn ja unsere ganzen lieben Zuschauer alle wieder einschalten. Ansonsten kommen wir vorbei und verprügeln jeden einzelnen von euch.
Bis ihr dann die Folgen guckt. Sowas von. Sowas von. Wir wissen, wo ihr wohnt. Nein, Quatsch. Weißt, wo dein Haus wohnt. Ja, genau. Nein, Spaß beiseite. Ja klar, machen wir das so. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt auch zur nächsten Folge, wenn es hier heißt, Frisium spielt gegen Experience oder andersrum, Experience zieht ganz steil davon. Ja, das schauen wir uns dann ja nächstes Mal an. Ich verabschiede mich auch erstmal von euch und sage ciao. Ciao, ciao.